Herzlich willkommen zurück, Leute. Heute schauen wir uns mal einen richtig spannenden Vergleich an. Und zwar hier das neue Wachs von ADBL, das Wax One, gegen das hauseigene Sprühversiegelungs- oder Sprühwachsprodukt. Und zwar hier das Synthetic Spray Wax. Das hat ein unheimlich starkes Abwehrverhalten, hat eine extrem hohe Widerstandskraft. Und wir wollen mal schauen, ob das Wachs hier in irgendeiner Weise mithalten kann, ob das das genauso gut hinbekommt oder ob es vielleicht schlechter ist. Wir schauen uns das mal an und dann könnt ihr euch dann nach dem Test entscheiden, seid ihr eher auf der Sprühwachsseite zum Aufsprühen, Verteilen, Auspolieren oder bleibt ihr hier auf der Wachsseite einfach auftragen. Ablüften lassen, auspolieren und dann schauen wir einfach mal, was euch am besten gefällt. Und wir finden es auch raus, wie sich die beiden dann sozusagen gegeneinander hier behaupten können. Los geht's. So, Jens, sein Honda ist wieder hier bei uns am Start. Haube ist komplett vorbereitet, auch nochmal schön mit Finish-Politur poliert worden, damit wir auch alle ja, Verunreinigungen runter haben. Auch nochmal entfettet natürlich mit. Und jetzt können wir hier schön den 50-50-Vergleich machen. Auf der Seite mal das Synthetic Spray Wax, wie wir es auch kennen. Mein Produkt 220. Hier mal zwei Sprüher. Reicht völlig aus für diese kleine Fläche. Und dann nehmt ihr euch Mikrofasertuch, verteilt das ein bisschen. Und ihr seht auch nochmal schön, das geht absolut ohne Probleme, wenn ihr hier keine Massen rauflegt. Das gilt ja für alle Produkte. So, einmal grob. Und jetzt nehmt ihr euch eine frische Seite und dann ganz einfach in kreisenden Bewegungen auspolieren. Und dann haben wir auch ein schönes, klares Finish. Fertig. Also das ist natürlich, einfacher geht's nicht. Auch schön zu sehen hier, klares Bild, keine Schlieren. Top. Gehen wir auf die andere Seite. So, und auf der Seite hier kommt das Wax One drauf von ADBL. Seht, ist schon auch ein bisschen hier in Benutzung gewesen. Mache ich mir ein bisschen was auf den Applicator. So eine ganz kleine Menge. Verteile das hier so ein bisschen. Kann man schön erkennen. Jetzt in kreisenden Bewegungen schön gleichmäßig verteilen. Achtet auch drauf. Wir werden das mal auf den Kunststoffbereich hier oben mit drauf machen. Fällt mir gerade auf. So, erstmal schön in kreisenden Flächen. Ihr könnt das aber auch in Bahnen machen, je nachdem, was euch besser gefällt. Das Wachs funktioniert mit beiden Auftragvarianten. Ich habe es ja auch schon im Einzeltest gesagt, wenn ihr das mit dem Fussel-Coat macht, habt ihr dann ein richtig schönes Airbrush hier auf dem Lack drauf. Aber bei dem Wachs hier ist das problemlos. Wenn wir jetzt hier mal links und rechts gehen, kann man das auch noch schön verteilen. So. So, und ich gehe jetzt mal mit Wachs auf Kunststoff. Und ich mache nur die Hälfte. So, und dann habt ihr auch nochmal hier den Look-Unterschied. Dunkelt sogar den Kunststoff ein bisschen ab. Lassen wir auch einen Moment aushärten. So. Dann können wir auch schauen, ob es den Kunststoff auch mitschützen kann. Jetzt gehen wir noch auf die Tür, weil wir müssen ja hier 20 Minuten warten, mindestens. Und da können wir das auf der Tür jetzt auch noch mit auftragen. Ich nehme noch mal ein bisschen was aus dem Wachsdöschen hier raus. Und dann haben wir nämlich auch gleich noch mal die kritischen Stellen hier so mit. Auch die Fläche noch mal vorgereinigt natürlich. Und wenn ihr so ein Wachs auftragt, dann ganz klar darauf achten, dass die Fläche auch gut vorbereitet ist. So. Weil wir wissen ja, Wachs ist nicht unbedingt das allerstabilste auf dem Lack. Das legt sich ja nur so in diese kleinen Lackunebenheiten rein, härtet aus und stemmt sich so ein bisschen gegen die Wände, wenn man es mal hier so ausdrücken möchte. Und bildet sozusagen wie eine harte Kruste dann auf dem Lack. Aber geht keine direkte Verbindung irgendwie ein oder zieht nicht in den Lack ein. Deswegen muss die Vorbereitung schon gut sein, damit ihr auch möglichst viel hier was von der Standzeit habt. So. Oben nach unten. So, auch hier. Ihr könnt auch jedes andere x-beliebige Applicator-Pad nutzen, vielleicht auch eins mit Lasche oder so. Oder eins mit Schaumstoff. So, das sieht gut aus. Auch hier wieder 20 Minuten. Schön aushärten lassen, dann auspolieren. Gut, 20 Minuten sind vorbei und ihr seht jetzt schon hier, es hat eine richtig schöne, kräftige Schicht ausgebildet. Und ich gehe mal jetzt genau wieder ins Licht, ungefähr hier. Und dann schauen wir mal, ob wir das klar auspoliert bekommen. Und ihr seht, hat funktioniert. Also ich denke mal, das reicht auch aus.
Ihr könnt auch gerne dann mal bei euch, wenn, falls ihr euch das Wachs holen solltet, das mit mehr Ablüftzeit testen, ob das dann irgendwie anders ist. Aber ich muss euch ganz klar sagen, es lässt sich jetzt hier schon sehr schön machen. Und da gibt es für mich jetzt keinen Grund, noch länger zu warten. Weil hier, nach der Zeit, geht es sehr, sehr schön. Wieder mit einer Tuchschicht sozusagen. Jetzt nehme ich nochmal eine frische. Und da gleitet das jetzt nochmal richtig schön drüber hier. So. Selber machen wir auch an der Tür jetzt. Doch, sieht man schön. Also ganz klare Lampenreflexion hier oben. Gut, und hier sieht es genauso aus. Ich versuche mal eine Stelle zu erwischen, wo ihr das gut seht. Hier vorne zum Beispiel. Und schauen wir mal. Ja, doch, oder? Sieht schön klar aus. Hier, das Wachs wird richtig hart. Also ich glaube, wenn man hier 90 Minuten oder so wartet, dann wird das knackig mit auspolieren. Also je nach den 20 Minuten. Sehr schön, oder? Hat echt gut funktioniert. So macht es jetzt komplett fertig. Und hier muss man wirklich auch mit einer Tuchseite arbeiten. Wenn ihr hier das Tuch mehrmals faltet, dann werdet ihr sicherlich hier Schwierigkeiten haben, das auszupolieren, weil das Wachs sich hier richtig festbeißt. Also muss man ganz klar sagen, hier, das merkt man auch. Das krallt sich richtig am Lack fest. Und Finish sieht absolut toll aus. Also sehr schön klar. Und jetzt zeige ich das euch mal hier, wenn ich das Tuch so falte. Macht das bitte nicht. Dann habt ihr hier Probleme und müsst sehr, sehr stark reiben. Deswegen lieber eine Tuchfläche und Lage und dann hier so abziehen. Das funktioniert. So. Genau, hier hinten auch noch am Griff. So, hier oben lang. Türgriff haben wir auch dann noch mit im Anschluss gemacht. Auch die Mulde machen wir noch mit. So, und dann richtig schön gleichmäßig hier auspolieren. So, hier unten lang. So, und dann haben wir es schon geschafft. Und jetzt wird Jens und sein Sohn Julius uns nach 24 Stunden das erste Abhörverhalten zeigen. Und deswegen kurzer Schnitt und dann seht ihr die beiden schon an der SB-Box. So, dann schauen wir uns das mal an hier nach 24 Stunden an der SB-Box. Die beiden haben uns viel Videomaterial ja, geliefert. Vielen, vielen Dank dafür auch nochmal. Vom Look her, ich kann keine Schlieren, keine Wolken erkennen irgendwie, keine Unstimmigkeiten auf dem Lack, auf beiden Seiten nichts. Und jetzt hier auf dem Synthetic Spraywax, das perlt ohne Ende. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist ein absolut krasses Produkt. Einfach aufzutragen, super schnell gemacht, ihr habt es ja gerade gesehen. Und sehr, sehr schöne Performance. Auch sehen wir jetzt gleich nochmal den Vergleich. Jetzt hier auf der Wax One Seite haben wir so ganz kleine Wasseransammlungen, aber wirklich minimal. Zack, und dann huscht das auch nach unten und die, auch die Ablaufbahnen sind sehr schön frei. Also das geht eigentlich auch völlig in Ordnung. Und ich schaue jetzt gemeinsam mit euch hier das erste Mal drauf und vergleiche jetzt genauso hier High Life. Und ich denke mal so ADBL, Synthetic Spraywax bei 100% und jetzt im Gegensatz zum Wachs, das wird vielleicht so bei 90% sein von der Gesamtperformance, wenn man es mal mit dem Synthetic Spraywax jetzt direkt vergleicht. Also trotzdem beide absolut krass, auch das Wachs auf der linken Seite. Ich denke mal, die Haube hier ist ein bisschen weiter geneigt. Im ersten Video bei dem Mercedes war die ja sehr, sehr horizontal gelagert. Da haben die Tropfen so ein paar Ablaufbahnen gezeigt, so ein paar Tropfen. Aber hier, schaut mal, wie das hier runterrauscht, also ohne Probleme. So, hier an der Tür sieht es eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Schaut euch das mal an. Auch hier wieder diese ganz kleinen, minimalen Wasseransammlungen und dann, zack, reißen die auf und es läuft schön nach unten. Auch hier sieht für mich genauso aus wie auf dem Mercedes-Lack der Brilliant Shine Detailer-Vergleich zum Beispiel oder auch das Super Splash, was wir da weiter vorne haben. Also das sieht auch hier so genauso aus wie das hier. Auch die Perlen, zack, da rauschen sie alle nach unten. Funktioniert auch schön. Auch unten am Schweller noch alles da. Nach 24 Stunden hat der Dreck noch nichts irgendwie abgerieben von der Autobahn. Also geht völlig in Ordnung. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich kann hier nichts Negatives feststellen und scheint hier deutlich gut zu performen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal an die beiden hier für die tollen Videos. Ganz cool gemacht hier. So, und hier an der Tür auch nochmal in der Nahaufnahme sieht es eigentlich auch nochmal richtig gut aus. Hier kann man das mal besser erkennen, dass eigentlich auf den Ablaufbahnen nichts drauf ist. Also es scheint wirklich echt gut zu funktionieren und vor allem deutlich besser als auf einer sehr, sehr horizontal gelagerten Oberfläche. Aber es gibt ja auch manche Autos, die sind ein bisschen steiler von den Flächen und manche sind ein bisschen
flacher gehalten. Auch hier nochmal jetzt, schön. Das hatten wir ja auch nochmal mitgetestet auf dem Kunststoffhorn. 50-50. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Linke Seite hier von dieser Kunststoffoberfläche ist natürlich komplett fleckig von rechts nach links. Das war schon vorher, also keine Angst, das macht nicht das Wachs. Das Wachs ist absolut unsichtbar auf dieser Oberfläche, aber von der Performance her deutlich sichtbar. Sehr, sehr schön. Und da werden die beiden das für uns weiter im Langzeittest haben. Vielen, vielen Dank dafür. So, zum Schluss des Videos nochmal ein großes Dankeschön an die beiden hier für das erste Update oder für den Tag 1 sozusagen. Und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt, auch an der Tür nochmal. Und deswegen auch den beiden hier gerne nochmal ein Däumchen nach oben da lassen hier für das Engagement. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Und wir schauen mal, wie es sich jetzt weiterentwickelt über die nächste Zeit. Wintermonate werden, denke ich mal, nicht unbedingt berauschend. Viel, viel Salz auf den Straßen und dann schauen wir uns das mal an. Also bis hierher erstmal beide wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich jetzt mal, haut rein, Leute, lasst gerne ein Abo da. Und wie immer auch einen Daumen nach oben, dann die Benachrichtigung auf jeden Fall aktivieren und auch bei Instagram gern vorbeischauen. Da gibt es immer viele Hintergrundinfos, viel, viel Behind the Scenes sozusagen, auch nochmal private Sachen, so ein bisschen ein paar Touren mit dem Ram und so weiter. Viele, viele tolle Sachen, schaut gern da auch vorbei. Bis dahin, Leute, euer Sebastian. Ciao.